So, hallo und herzlich willkommen, liebe Minecraft-Freunde. Ich möchte euch ein kleines bzw. bald großes Projekt vorstellen, und zwar unsere Burg, Burg Grafenstein. So, Burg Grafenstein ist bisher nicht sonderlich groß, wird es aber noch. Bisher besteht es, wie man hier sehen kann, aus zwei Türmen und einem kleinen Wall bzw. Wehrgang. Ich zeige euch mal jetzt einen von innen. Ah ja, und ich zeige euch mal kurz, was sie bisher kannten. Zum einen kann man rechts sowie links eine kleine Verteidigungsmauer hier hochfahren, um sich dann gegen die Angreifer zu wehren. Ja, das wäre dann Haupteingang. Dann kann man, sofern man hier drinne ist, kann man diesen Block hier entfernen, findet noch einen Hebel und kann auch hier unten durch angreifen. Relativ lustig finde ich. Ah, Sekunde. Mauer wieder zu. So. Jetzt gehen wir mal hoch. Hier unten sind halt eben einfach nur so ein paar kleine Sitzgelegenheiten. Na, komm. Oben ist noch relativ leer. Das werde ich, hoffe ich mal, in näherer Zukunft noch ändern. Beziehungsweise natürlich wir, denn ich baue das natürlich nicht allein, bin ja nicht vollkommen ballerballer. Und, ja. Ich habe halt eben noch ein bisschen Unterstützung, die mir dann unter die Arme greift. Das wird schon irgendwie klappen. So, dann sind wir jetzt hier gerade auf dem Wehrgang. Ja, der zweite Turm. Dasselbe im Grunde. Was mir auch sehr gut gefällt, ist mein Dach. Vor allem von innen finde ich das irgendwie sehr schön geworden. Irgendwie sehr gelungen. Hoffe ich mal. Dann werden halt eben dort, wo der eine schon markiert ist, der eine Turm hochgezogen. Da hinten wird noch ein Turm hochgezogen. Und dann kommt hier in die Mitte eine relativ große Festung, hoffe ich mal, eine kleine Burg. Dort irgendwo werde ich dann noch ein kleines Häuschen für die Wachleute einrichten. Ah, das wird ganz lustig. Ich wollte es euch nur einmal kurz vorgestellt haben. Ich werde es regelmäßig updaten, die Videos. Ah, komm her. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt dabei, guckt euch den Fortschritt an. Und ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Update. Euer Mika.